Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich mit Darktable arbeiten. Und zwar möchte ich mit der Farb-Look-Up-Tabelle arbeiten. Und zwar dieses Porträt hier bearbeiten. Ihr seht, das ist alles ziemlich dunkel hier. Scheinbar ein dunkler Raum, Kirche oder irgendetwas oder Bibliothek, wie auch immer. Und das Mädchen sitzt hier. Und wie gesagt, ist alles nicht so besonders gut ausgeleuchtet und wir wollen das dann dementsprechend verbessern. Ich werde es auch noch so ein bisschen retuschieren, also die Haut weicher machen und so weiter. Das sehen wir dann, wie wir damit verfahren. Als allererstes natürlich für die Neuen, die hierher gefunden haben. Darktable, dieses RAW-File, ihr findet das unten in der Beschreibung des Videos, wenn ihr das aufklappt. Den Link dazu, damit ihr das nachbauen könnt und dann natürlich mit euren eigenen Frauen oder wie auch immer auch. Wenn man ein RAW-File in Darktable hineinlädt, dann erkennt Darktable, von welcher Kamera es kommt in der Regel und wird auch gleich hier eine Basiskurve erzeugen. Ja, deswegen, wenn ihr hier aufs Original geht, ist es noch, ist ganz flach, ist gar nichts. Ja, also durch die Basiskurve bekommt es schon mehr dann Dynamik. Okay, als allererstes möchte ich eine Objektivkorrektur anwenden. Da klicke ich hier einfach drauf und automatisch wird hier das Foto gestreckt und geglättet, dementsprechend wie das Objektiv eben in dem Fall, sagen wir mal, ein paar Fehler gemacht hat beim Aufnehmen. Okay, das war das Erste. Jetzt gehe ich hier auf die Basisgruppe zurück und werde hier bei Belichtung, hier ist zwar das Histogramm relativ gut ausbalanciert, aber ich werde jetzt hier dieses Magic Lantern Standard nehmen und man sieht, wie hier dieses ganze Bild dementsprechend normalisiert wird in der Helligkeit und zwar komplett über das ganze Bild. Das war wichtig. Wir werden dann hier noch arbeiten mit der Helligkeitsgruppe und zwar werde ich hier unter Werte einfach automatisch noch einstellen lassen. Ihr seht, da ist noch ein bisschen was passiert und gut ist, das lassen wir so. Das ist ja schon mal, sind wir ja doch schon mal eine ganz schöne Strecke weit gekommen hier. Und werden jetzt hier bei der Farbgruppe mit Farb-Look-Up-Tabellen arbeiten. Jetzt klappen wir das hier auf. Dann haben wir hier zwei Möglichkeiten. Einmal Hautfarben und einmal diese Kohlrausch, Monochrom, was auch immer. Und ich werde jetzt hier einfach mal auf diese Farben gehen, beziehungsweise das hier wieder standardmäßig einstellen. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt haben wir hier so, ist schon eine Voreinstellung und hier haben wir eine Pipette, die werden wir jetzt mal einschalten. Und wir beginnen, oder ich beginne hier unten mit dem Grün von diesen, was ist das, Pflanzen, irgendwas, Farne oder so. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, seht ihr, wie hier dieses Quadrat hier, dieser Bereich markiert wird. Und jetzt kann ich hier über Sättigung beispielsweise, das ein bisschen sättigen, das Grün hier unten, ihr seht es. Wird ein bisschen mehr, ein bisschen, ja, kommt ein bisschen besser heraus. Okay, lassen wir das so. Jetzt könnt ihr auch hier bei der Helligkeit das Ganze noch ein bisschen verändern. Das lasse ich aber mal so. Jetzt haben wir hier diese Pipette. Und als nächstes möchte ich die Lippen hier, beziehungsweise, ja, wir können erst einmal mit der Pipette hier hineingehen. Und zwar in diesen Mantel, den sie hier anhat. Und auch hier werden wir einfach ein bisschen von der Helligkeit hier herausnehmen. Und ihr seht, wie sich das hier in dem Falle dementsprechend angepasst hat. Die anderen dunkleren oder Schwarzbereiche haben sich auch ein bisschen abgedunkelt. Lassen wir es mal so, man soll es ja nicht übertreiben. Hier haben wir diese Graubereiche hier, schauen wir mal. Ich möchte ja hier Graubereiche, keine braunen Bereiche hier, sondern sollte hier so ein Graubereich sein. Und den könnte man vielleicht ein bisschen aufhellen, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob das einen Sinn macht. Lassen wir es mal so. Gut, das ist ja schon mal was. Jetzt werde ich hier hineinzoomen. Ich halte also die Steuerungstaste gedrückt und zoome hier hinein. Und noch ein bisschen hinein. Und möchte hier die Lippe, das Rot hier von den Lippen, aufnehmen. Und auch hier werde ich dann die Sättigung ein wenig nach oben ziehen. Nicht viel, ihr seht, es hat sich schon verändert. Und vielleicht dunkle ich das ein bisschen ab, dann kriegt es ein bisschen mehr Dynamik. Schauen wir mal, jetzt gehen wir hier hin, passen das mal wieder ein. Und ich glaube, das lässt sich ja auch hier ganz gut schon machen. Vielleicht noch, aber wirklich minimal. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir gleich
zu den Haaren gehen. Jetzt geht, oder wir können jetzt Folgendes machen: die Haare. Okay, also wir haben immer noch die Pipette hier aktiviert. Ich gehe mal hier hin auf die Augenbrauen. Da ist ein bisschen braun. Ihr seht, die Lippen sind jetzt wesentlich voller geworden wie sagt man, mehr Dynamik drin, mehr Sättigung. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht, dass wir hier ein bisschen nach oben gehen, aber nicht viel. Da geht insgesamt das Bild noch ein bisschen heller. Das möchte ich eigentlich nicht. Könnte man lassen von der Sättigung her. Vielleicht ein bisschen. Und dann gehen wir noch schnell in die Haare hier hinein. Schauen wir mal hier vielleicht. Hier irgendwo. Möchte nicht hier diese braunen Geschichten hier haben, sondern einfach hier mehr dieses Gelb hier. Dieses, ja, vielleicht so. Und auch hier gehen wir einfach ein bisschen, ja. Ein bisschen mehr Sättigung, aber wirklich nicht allzu viel. So, sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Hier werde ich ein bisschen nach oben gehen. Bei der Jacke hier, bei dem Mantel ist ja doch einiges hier. Nicht, aber doch, das lassen wir mal unten. Ihr seht, man muss da immer ein bisschen aufpassen. Lass mal's mal so. Ja, da hat es noch ein bisschen Struktur. Gut ist. Jetzt kommen wir mit unserer Pipette zu. Na. Dem hier in etwa, da möchte ich dann noch mal hier ein bisschen Orange, macht das hier vielleicht so ein bisschen mehr Sättigung, aber nicht viel, nur Nuancen. Und ihr seht, so hat sich das dementsprechend verbessert. Rauschen, Endrauschen werden wir später. Also jetzt haben wir mal das Original gehabt, dann haben wir mit der Basiskurve, das macht also. Die Basiskurve macht natürlich, na, ja genau, die Basiskurve hat natürlich Darktable automatisch gemacht und jetzt sind wir bei der Bearbeitung hier gelandet. Ist vielleicht ein bisschen hell, aber wer mag, da kann es natürlich auch ein bisschen nach der Helligkeit absenken. Das ist dann reine Geschmackssache. Ich lasse jetzt einfach mal so, vielleicht können wir noch eine Vignettierung ziehen oder mit einem. Wie heißt es mit einem, na, wo sind wir denn hier? Fällt es mir gerade nicht ein. Mit einem Verlaufsfilter. Okay, gut. Als nächstes möchte ich die Haut hier ein bisschen weich zeichnen. Das mache ich über einen Equalizer, indem ich jetzt hier nach unten ziehe in dem Bereich. Und ihr seht, wie hier das alles weicher wird. Entschuldigung. Noch ein bisschen vielleicht, noch ein bisschen. Und jetzt werde ich hier gezeichnet, parametrische Maske nehmen. Nehmen wir einen Pinsel, mach den mal klein, stell mal die Augen frei und hier auch ein Auge freistellen. Dann wieder hier oben die Augenbrauen, nicht? Und auch hier die Augenbrauen. Entschuldigung, den Mund natürlich. Klar. So in etwa. Und dann werde ich das jetzt hier mal invertieren, diese gezeichnete Maske. Und ihr habt jetzt gesehen, durch das Invertieren sind jetzt die Augen freigestellt und der Mund freigestellt. Jetzt kann ich hier noch natürlich dementsprechend die Haare hier noch ein bisschen freistellen. Nicht? Das kann man alles noch genauer machen, natürlich, indem man hier hineinzoomt und das. Ja, und kleiner, größer, dicker, dünner, irgendwie. Ich mache es nicht jetzt, ja, weil es im Gesamtbildeindruck eben kaum auffällt, aber ihr könnt es wesentlich genauer machen oder ich sage immer, macht es besser, macht es schöner als ich. Ne? Das ist ja die Absicht. Und jetzt können wir hier dann dementsprechend natürlich auch noch die Kleidung ein bisschen hier so. Und dann mache ich das hier so. Normalerweise könnte man die Fingernägel noch machen. Ne? Ich mache es jetzt nicht so genau. Wie gesagt, ihr macht es einfach schöner und besser. Ich zeige es ja nur. Ja, so vielleicht. Und jetzt mache ich das größer. Und nehme auch noch hier so ein bisschen diesen Mantel, den sie hier anhat. Oder diese Jacke, Mantel. Auch so ein bisschen mit. Ich übertreibe es jetzt hier nicht. Ja, mache es auch noch ein bisschen. Und noch ein bisschen kleiner machen das Ganze. Und den Rest lassen wir weich gezeichnet, weil es ja auch sowieso hier ein Depth of Field, also Tiefpassfilter, Tiefenunschärfe hat, Tiefenschärfe hat. Okay, also das war mal die Nummer hier. So, jetzt nehme ich den raus und das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt werde ich hier ein bisschen noch Raw entrauschen
Und zwar stelle ich hier dann die Nummer auf, ihr seht, wie das hier verbessert wird, auf 0,05 vielleicht, 4, 5, mehr darf es nicht sein. Und er arbeitet, ihr seht noch, hier unten wird noch gearbeitet, so. Und beim Schärfen ziehe ich die Geschichte hier ein bisschen nach oben und hier ein bisschen nach oben, noch ein bisschen vielleicht, dann kommt es noch ein bisschen schärfer raus hier, das Ganze. Und noch ein bisschen vielleicht, gehen wir mal auf den Equalizer nochmal und nehmen hier von der Deckkraft ein bisschen zurück, vielleicht auf, was weiß ich, 80%, das nicht zu sehr weich ist, aber ihr seht, ist schon doch schon ein Riesenunterschied. Und ja, wer jetzt möchte, wie gesagt, der kann entweder noch mit Split-Toning arbeiten, der kann hier mit einer Vignettierung arbeiten, vielleicht mit Lomo oder was auch immer, was das Herz begehrt. Ja, Skalierung, mach mal zu hier, Vignettierung, mach das mal hier normal und dann könnt ihr hier das ganze Spiel noch ein bisschen treiben, wenn ihr möchtet. Und er kann natürlich auch mit einem Verlaufsfilter gearbeitet werden. Hier machen wir hier ein bisschen nach oben, hier das Ganze so vielleicht. Und was machen wir jetzt hier? Die Dichte ein bisschen nach oben ziehen vielleicht. Noch ein bisschen. Keine Ahnung. Er arbeitet noch. Das wird gleich zu viel sein, schätze ich mal. Und dann, ja, genau. Das war die falsche Richtung. Ne, ihr seht, so sieht es aus. Lassen wir den arbeiten. Und dann nehmen wir nochmal, wenn das passiert ist, das zurück. Und jetzt können wir vielleicht maximal so ein bisschen noch Minus, in den Minus gehen hier bei der Belichtung, bei dem Verlaufsfilter. Schauen wir mal und lassen es gut sein. Jo, also, ihr habt es gesehen, hier haben wir unser Original. Dann haben wir alles gemacht und hier diese Farb-Look-Up-Tabelle erstellt, also mit gearbeitet mit denen. Und das wäre dann so das fertige Bild irgendwie und irgendwo, irgendwann, jeder wie er möchte. Die Vignettierung kann man auch ausschalten und dann ist es nicht mehr ganz so und mir ist es so einfach lieber. Das Rauschen haben wir auch weggemacht, gut ist. Also, ihr habt es gesehen, so funktioniert das mit Farblook-Abtabellen arbeiten. Ihr könnt es natürlich auch logischerweise bei Landschaftsfotos im Wald, Wiesen, Dingenskirchens, bei allem nehmen. Und das sind praktisch dann diese LUTs oder Held-Klutz, ja, wie man sie kennt, wo ich auch schon hier auf dem Kanal schon 2, 3 Videos gemacht habe, wo man mit diesen Farblook-Up-Tabellen in GIMP arbeiten kann und so weiter. Und das ist nichts anderes hier. Okay, also, herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Freude machen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ja, versucht's mal, baut's nach, ja, macht's schöner als ich, wie auch immer, macht eine kunstvolle Geschichte draus, macht einen Cross-Processing-Effekt oder was ihr möchtet natürlich. Und natürlich ist in der RAW-File-Entwicklung jedem seine, wie sagt man, seine künstlerische Freiheit, so wie er das möchte. Ich habe einen Workflow gezeigt, wie man es machen könnte, wenn man möchte. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Für die neuen Menschen, die hergefunden haben, gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn euch das gefallen hat, abonniert doch einfach diesen Kanal. Lasst mir vielleicht ein Like da oder ein Kommi und wie auch immer. Herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.